Einen schönen guten Abend. Es ist wieder einmal 19 Uhr, wie angekündigt, heute ein weiterer Live-Chat zum Projekt Wir schreiben zu Hause. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr im Schreibstress. Das ist eigentlich nur eine kurze Session, die als Frage-Antwort-Runde gedacht ist. Falls euch jetzt vor dem Abgabetermin, der am Sonntag ist, am kommenden Sonntag, ob ihr noch Fragen habt. Und ich kann gleich etwas ganz Besonderes ankündigen, denn ich habe ein schönes Geschenk von einem sehr guten Freund bekommen, das ich heute zum allerersten Mal der Öffentlichkeit präsentieren will. Und das wird noch kommen. Wir haben schon die erste Frage von Fliegender Schnee. Was ist, wenn die Idee wirklich gut ist, der Schreibstil aber noch nicht ganz ausgereift? Einige schreiben ja zum ersten Mal. Was ist deiner Meinung nach wichtig? Also, das ist ja ganz klar, dass wir hier erste Schritte gehen. Einige haben schon was geschrieben. Da hat aber auch schon Arne Ströbel gesagt, er hat nichts notwendigerweise was zu bedeuten, denn bei Debütanten sagt man ja, da drückt man auch mal ein Auge zu und sagt, na, da ist der Stil noch nicht ganz ausgereift. Wenn jemand eben schon viele Sachen geschrieben hat, dann sagt man sich, na, und guckt genauer hin. Also insofern, zunächst einmal ist das also auch Geschmackssache. Ja? Was ist denn guter Stil? Viele Stilpäpste sagen, auch Literaturkritiker, Adjektive sind verpönt, keine Adjektive schreiben. Auch Stephen King mag keine Adjektive. Das ist aber kein Naturgesetz. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man einen Löffel loslässt, dass es nach unten fällt, dass das jetzt so ist, dass ein Satz mit Adjektiven automatisch schlechter wird. Am Ende liegt es im Auge des Betrachters. Also ich würde mir gar nicht erstmal einreden, einen schlechten Stil zu haben, sondern vielleicht einen überarbeitungsfähigen. Und alle Geschichten kommen doch noch in ein professionelles Lektorat. Also das muss man auch sagen. Das ist ja allen auch in der Jury bewusst. Die Jury kann ich noch mal sagen, da sind Ursula Posnanski, Arno Strobel, Roman Hocke, Charlotte Link, Doris Jansen, Sebastian Fitzek und Ivan Leon Menger enthalten. So, wie man sieht, können Männer das sogar ohne Make-up. So, wie weit bist du denn, Sebastian? Ich selber habe den ersten Entwurf jetzt noch mal überarbeitet. Ja, und da muss ich sagen, ich glaube, eine dritte Überarbeitung ist noch notwendig, aber ich bin jetzt erstmal so in der Phase, wo viele von euch auch waren, erstmal ein bisschen ruhen lassen. Ein paar Tage sind noch da. Wann stimmen wir darüber ab, ob Michael Zockers dich frisieren darf? Das machen wir. Das machen wir noch. Ich wollte jetzt nicht die Tage. Das ist ganz komisch, weil morgen ist Welttag des Buches. Dazu habe ich noch ein kleines Posting vorbereitet. Dann gibt es noch eine Überraschung für alle, die auf Aorus Band 2 warten. Da werde ich demnächst was ankündigen müssen. Dann haben wir hier unsere Aktion. Das sind so viele Sachen gleichzeitig. Ich glaube, in der nächsten Woche starte ich die Abstimmung. Gar keine Frage, wenn genügend zusammenkommen darf. Das waren wir im letzten Gespräch mit Michael Zockers, alle, die nicht dabei waren. Michael Zockers, der Rechtsmediziner, Leiter der Rechtsmedizin der Berliner Charité, hat angeboten, mir die Haare zu schneiden, weil er gemerkt hat, ich habe selbst Hand angelegt, ich habe selbst mit so einem Rasierer probiert, sieht ganz furchtbar aus, sagen einige. Ich gehe ein bisschen weiter zurück vom Bildschirm. Er sagt, er macht es besser. Es müssen aber mindestens 25.000 Likes kommen, die das wollen. So, in einer Szene sagt Christina Jax, ich habe in einer Szene eine heftige Beleidigung, ist das sehr schlimm oder für ein Buch okay? Auch das liegt im Auge des Betrachters. Ich habe erst heute eine böse Mail bekommen, weil ich in einem Buch einmal das Wort Scheiße benutzt habe. Stephen King hat dazu ausführlich Stellung bezogen. Er schreibt halt so, wie Menschen schreiben. Ja, sprechen. Das ist nun mal so. Und Menschen sagen Scheiße. Tatsächlich sieht es gedruckt immer ein bisschen heftiger aus als gesprochen. Ganz komisch. Aber tatsächlich, wenn das notwendig ist, das ist ja die Frage, ist es notwendig dafür oder kann man es weglassen? Wird es dadurch besser oder schlechter? Das muss man selber entscheiden. Aber wenn es notwendig ist, weil Menschen eben sich so beleidigen, dann go for it. Henry guckt mir zu. Henry ist fast 3 Jahre alt und ich soll ihm zuwinken. Ja, Henry, habe ich hiermit getan. Ich habe es ganz häufig vergessen, muss ich sagen.
So, was haben wir denn? Wann ist die Veröffentlichung grob geplant? Naja, wir alle hoffen ja, dass wir sowas wie eine Frankfurter Buchmesse erleben, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, meine Hoffnung wird von Tag zu Tag kleiner bei den ganzen Großveranstaltungen, die abgesagt werden. Im Oktober wäre gut, September, Oktober herum. Bücher zu machen, merkt ihr, das ist kein schnelles Geschäft. Auch alle, die jetzt sagen, ah, ich habe eine Idee, Corona, jetzt mache ich Pandemie-Thriller. Es kann sein, dass bis du den Thriller fertig hast, bis der lektoriert ist, bis der angenommen wurde, bis der gedruckt wurde, sind 2, 3 Jahre vergangen. Und in 3 Jahren, wer weiß, ob da sich noch irgendjemand für Corona interessiert. Deswegen immer mein Tipp, schreibt das, was euch am Herzen liegt. Wenn ihr mehrere Ideen habt, dann fragt euch. Ihr könntet nur eine Geschichte verwirklichen, ja? Ihr dürft nur eine. Danach müsst ihr leider aufhören zu schreiben, werden euch die Hände festgebunden. Welche wäre es? Für welche brennt ihr? Und da ist es völlig egal, was der sogenannte Markt, was die Leser wollen. Das weiß kein Mensch, was in 2 Jahren, in 3 Jahren aktuell ist. Und wir selbst brauchen für unser schnelles Projekt mindestens ein halbes Jahr. So. Was hältst du von dem Buch, wie man einen verdammt guten Roman schreibt? Fragt Ego Amp. Ich halte von allen Büchern recht viel, die mich inspirieren. Und wie man einen verdammt guten Roman schreibt, ist von James N. Frey, soweit ich weiß. Da muss man eins dazu sagen. All diese Bücher, ob sie die Odyssee des Drehbuchschreibers heißen oder über das Schreiben oder über das Leben und das Schreiben von oft zitiert Stephen King. All diese Bücher bringen erst etwas, wenn man etwas geschrieben hat. Ich kann euch allen ans Herz legen, jetzt, wenn ihr eure erste Geschichte fertig habt, unabhängig davon, ob die Jury euch nimmt oder ob andere für euch voten, ob ihr mit in die Veröffentlichung kommt, schreibt weiter. Und vor allen Dingen, jetzt ist die Zeit dazu gekommen, derartige Bücher zu lesen. Das sind keine Bibeln, das sind keine Rezepte, das muss man nicht so machen, aber sie geben eine Anregung. Und wenn es nur eine Anregung ist, die man hat, hat sich dann der Kauf dieses Buches schon gelohnt. Und dazu muss man sagen, in dem Buch stehen viele, viele interessante Dinge drin. Ich mache nicht alles so, wie es da steht. Ich habe es aber auch erst gelesen, nachdem ich schon 2 Bücher veröffentlicht hatte. Nachdem also schon Amok spielte. Ich hatte davor nichts gelesen. Und das, glaube ich, ist auch genau richtig. Warum? Wenn ich jetzt hier ein Schwimmtutorial machen würde und würde mich hinstellen und sagen, ich bringe euch allen das Schwimmen bei und wir reden über 6 Wochen nur über Schwimmen. Wir reden nur ich bin ein bisschen abgelenkt gewesen, weil ich glaube, irgendwie habe ich gerade gelesen, bis mich jemand fragt, wie ich schwanger bin. Ich setze mich mal ein bisschen gerade hin. Also, ich sage, ich bringe euch Schwimmen bei und wir reden und wir reden und wir reden und wir reden. Und nach dem Kurs springt ihr ins Wasser und geht unter. Logisch. Oder Fahrradfahren. Ich rede euch ein, wie ihr Fahrrad fahren könnt und ihr setzt euch auf den Sattel und kippt um. Das ist mit dem Schreiben genauso. Da kann man theoretisch wahnsinnig viel lehren und lernen. Praktisch aber, wenn man anfängt zu schreiben, wird man es trotzdem nicht können. Man muss erst einmal auch viele Fehler machen, viele erste Versuche machen. Da kann sein, dass dieser Online-Kurs, den wir hier gemeinsam gemacht haben, schon die erste Grundlage dafür hatte. So, na, was ist denn hier los mit meinem Bildschirm? So, ich gehe mal weiter hoch. So, ein paar Adjektive braucht man. Ich schreibe zum ersten Mal, bin sehr aufgeregt. Findest du einen Prolog in einer Kurzgeschichte gut oder steht der eher der Handlung im Weg? Müsst ihr leider, ich wiederhole mich, aber tatsächlich müsst ihr das selber entscheiden. Ups, jetzt bin ich gar nicht mehr zu sehen, merke ich. Das müsst ihr leider tatsächlich selber entscheiden. Ein Prolog ist in einer Kurzgeschichte jedenfalls unüblich. Aber das heißt ja nicht, ich habe die Seitenzahlen im Augensammler mal rückwärts nummerieren lassen. Das gab gar nichts. Da haben übrigens Buchhändlerinnen und auch Käufer das wieder zurückgeschickt und gesagt haben, ich will hinten anfangen, es geht doch gar nicht. Ja? Ich habe mir gedacht, rückwärts nummerieren, das passt zur Geschichte. Außerdem ist rückwärts nummerieren doch viel besser. Man weiß immer nämlich, wie viele Seiten man noch vor sich hat. Wenn ein Buch auf Seite 248 ist, weiß man gar nicht, wie lange geht denn die Geschichte noch. Häufig ist ja auch Werbung noch hinten drin. Da freut man sich noch auf 50 Seiten und dann kommen erstmal bei mir 10 Seiten Danksagung und noch Werbung. Ist man ja auch enttäuscht. Also ist es tatsächlich eigentlich besser, dass man weiß, ach guck mal, ich bin auf Seite 12. Ich habe also noch 12 Seiten vor mir. Armin Henk fragt, ich habe einen Titel gewählt. Kann es Probleme geben, wenn es schon gibt, Titelschutz? Also das würde dann in der Veröffentlichung natürlich nochmal geprüft werden vom Verlag. Es kommt ja gemeinsam im Verlag Drömer Knauer und Random House raus. Dieses Buch, also 2 der größten Verlage in Deutschland, wenn nicht die größten, haben sich zusammengeschlossen für dieses Projekt. Und insofern wird das natürlich an der Stelle nochmal geprüft. Würde ich mir jetzt erstmal gar keine Gedanken machen. So. Wo
wo sind wir denn jetzt? Steht die Homepage schon? Ja, ja, www.wirschreibenzuhause.de steht schon, aber die ist nicht freigeschaltet. Das kann ich schon mal ankündigen. Am Sonntag um 19 Uhr werde ich mit Markus Meyer sprechen. Markus Meyer ist von VM People und der programmiert auch als Charity unsere Homepage für schreibenzuhause.de. Und wir werden sie vielleicht schon ein bisschen früher freischalten, einfach mal um zu gucken, wie sie funktioniert. Und dann könnt ihr ihm online gleich Fragen zur Technik stellen. Es wird eine Support-E-Mail-Adresse geben. Das können wir gleich am Sonntag um 19 Uhr dann aus. Minka, ja, die Thriller-Schule 2017 in Berlin, erinnere ich mich, du warst dabei. Super, hat auch großen Spaß gemacht. Werden alle Geschichten, alle Geschichten gelesen. Wir sind mal gespannt, wie viele ankommen. Dann kann es sein, deswegen steht der Zeitplan nach hinten auch nicht so fest, wie viele Geschichten das sind. Das braucht ja eine gewisse Zeit und die Jury wird dann erstmal tagen müssen. So. Ich wollte heute endlich anfangen, aber ich kann mich zwischen zwei Erzählsträngen im Stil nicht entscheiden. Das wird bestimmt nichts mehr. Einfach schreiben. Folge deinem Bauchgefühl. Es gibt kein richtig und da falsch. Vitamin Love. So. Jetzt. Ich habe eine Frage. Und zwar, mein Name ist ein ganz großer Fan von dir. Ich mache so viele normale Sachen an Krimi und war das bei dir nicht auch so? Das hätte mir nur meine Mama erzählt. Ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich lese jetzt hier parallel. Aber aus vielen normalen Alltagssituationen ein Krimi zu machen, ist auch immer gut. Ich werde auch hauptsächlich aus dem Alltag inspiriert. Was würde mich am ehesten überzeugen? Eher originelle Idee oder guter Schreibstil? Ganz ehrlich, das ist natürlich eine Einheit. Das ist jetzt so ungefähr, wie du fragst, was würde dich am ehesten überzeugen? Ein guter Geschmack beim Essen oder die Menge. Ja, also natürlich, wenn ich richtig hungrig bin, nützt mir ein kleiner Löffel von was zu essen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, auch wenn es super schmeckt. Allerdings will ich auch nicht 2 Kilo und ein Fraß in mich reinzwängen. Mit anderen Worten, das ist eine Einheit. Ja? Also das kann man ehrlich gesagt, also wer bewertet einen guten Schreibstil? Es gibt dem Hauptsatzstil ohne Nebensätze, so Hemingway ganz kurz. Dann gibt es Bandwurmsätze, die gerade von Juristen geliebt werden und jeder nimmt für sich in Anspruch sein guter Stil. Gut ist in meinen Augen etwas, was im Gedächtnis bleibt. Das heißt, wenn es nicht kopiert ist, wenn es einzigartig ist, wenn man seinen eigenen Stil gefunden hat, wenn man das Buch nehmen kann, man liest 3 Sätze und weiß, aha, das muss der oder der geschrieben haben. Das ist für mich ein guter Stil. Ein guter Stil ist übrigens ein Stil, an dem sich die Geister scheiden können. Ja, es gibt ja kein Buch, wo alle sagen, boah, Wahnsinn. Ja, selbst Harry Potter hat so 2-3% Leute, die 1-Sterne-Rezensionen geben. Das ist halt nun mal so. Ja, die größten Welterfolge, da gibt es Leute, die sagen, ganz schlechter Stil. Stephen King, da gibt es Leute, die sagen, der soll einen Nobelpreis kriegen und andere sagen, er ist der größte Schrott auf Gott. Das war der Erde. Wer definiert denn bitte, was ein guter Stil ist? Ich finde, ein unterscheidbarer Stil, das ist etwas, worauf es ankommt. Wie viele Kurzgeschichten werden wir das Buch schaffen? Ich würde mal sagen, dass wir mindestens 10 Kurzgeschichten reinnehmen wollen, die von euch geschrieben worden sind. Und dann nehmen wir noch Profigeschichten hinzu von Autoren, die etwas bekannter sind als ihr, vielleicht, die aber die ihr dann überholen könnt, weil eure Geschichten vielleicht besser sind, das ist ja auch so eine Sache. Und die dafür sorgen, dass das Buch dann auch in den Buchläden steht und ordentlich gekauft wird, denn es ist ja ein Charity-Buch für den Buchhandel. Ist es so, dass wir noch 2 Geschichten einreichen dürfen? Ja, ihr dürft auch 2 Geschichten einreichen, aber ganz ehrlich, fragt euch trotzdem, wenn ihr nur eine einreichen dürftet, welche wäre es? Und das ist dann eigentlich die, warst du schon in einer Buchhandlung seit Montag? Nein, und zwar, weil in Berlin die Buchhandlung schon die ganze Zeit offen war. Ich habe immer mal wieder in Buchhandlungen reingeschaut. In Berlin und Sachsen-Anhalt war es, glaube ich, der Fall. Und im Übrigen, ab Montag hat sich in Berlin ja schon mal gar nichts verändert. Berlin braucht immer ein bisschen länger, denkt an den Flughafen. Das wird übrigens der einzige Flughafen sein, der dann, wenn er mal fertig ist, fliegt trotzdem keiner, weil Corona das verändert. Aber tatsächlich sind bei uns erst seit heute Geschäfte wieder
auf und ab bis 800 Quadratmeter, hat ein bisschen länger gedauert als in anderen Bundesländern. Wen wundert das in Berlin? So, Fahrradfahren lernen ist in 3 Tagen möglich, eine Kurzgeschichte schreiben auch. Ja, warum nicht? Also das kommt natürlich auf diejenigen an. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe länger als 2 Tage gebraucht. So, so ich bin jetzt hier, ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Hast du Tipps, wenn man einfach nicht zum Ende kommt, weil man zu viele Sachen verwoben hat? Ja, nochmal hinsetzen, tatsächlich durchdenken, was man eigentlich für eine Geschichte erzählen will und dann ganz stringent kürzen. Auch Szenen und Stränge rauskürzen, die einem wichtig sind. Das finde ich so. Mir fällt es schwer anzufangen, da alle Richtungen, die ich gerne gehen würde, so offensichtlich sind, wie zum Beispiel multiple Persönlichkeiten. Man will irgendetwas Neues. Ja, neu wird es aber dann, erst einmal, wenn es mit Sabine 1993, hat es gesagt, wenn du es tatsächlich, und hier kommt der Stil dann rein, mit deinem unverwechselbaren Stil machst, wenn du erstmal bei dir persönlich bleibst. Und vor allen Dingen neu sind die Figuren, die handeln. Ich kann es immer nur wiederholen. Wie viele Krimis handeln davon, dass ein pensionierter Kommissar, Ermittler in ein Dorf kommt, in das er entweder versetzt wurde, na gut, bei einer Pensionierung wurde er nicht versetzt, da ist er dann quasi wieder zurück zu seinen Wurzeln gegangen und da wird er mit einem Geheimnis konfrontiert, mit einem schrecklichen Verbrechen, was an einem Geheimnis in seiner Vergangenheit rührt und er muss dann doch nochmal aufklären, obwohl er doch eigentlich sich zur Ruhe setzen wollte. Das ist Standard bei Krimis und trotzdem wird es noch Millionen solcher Krimis geben, so wie es Millionen Liebesgeschichten geben wird, die im Stile Romeo und Julia sind. Ja, wenn man sich Twilight annimmt oder auch die Hunger Games nimmt, das sind eigentlich nichts anderes als Romeo und Julia Geschichten. Zwei lieben sich, können aber nicht zusammen und müssen, wenn sie zusammenkommen, müssen wahrscheinlich sogar sterben. Das ist ein Grundmuster einer Geschichte und trotzdem wird es Millionen von Geschichten geben, die sich unterscheiden. So wie sich unsere Geschichten, da bin ich sehr gespannt darauf, unterscheiden, obwohl dort jemand ein Handy oder etwas Ähnliches finden wird. Und sie werden trotzdem alle anders sein. Aber ich will euch einen handfesten Tipp geben. Über den haben wir schon mal gesprochen. Und dieser Tipp hilft, wann immer man eine kreative Blockade hat. Ich rede mir heute im Mund fusselig. Und zwar, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, das nenne ich die Gegenteilmethode, nach der Gegenteilmethode zu arbeiten. Gegenteil bedeutet, überlegt in einer Situation, was wäre exakt das Gegenteil von dem, was normalerweise eintritt. So kommt man übrigens auch auf Grundideen. Bei Passagier 23 beispielsweise, da fiel mir 2008 ein Magazin in die Hände, die Park Avenue. Und in dieser Park Avenue las ich unter der Überschrift Lost, wieso verschwinden immer so viele Menschen spurlos auf hoher See, einen Beitrag. Und den habe ich gelesen und dachte, ach du meine Güte, ist ja interessant. Bis zu 23 Menschen verschwinden jedes Jahr spurlos auf hoher See. Und zwar auf Kreuzfahrtschiffen. Nun wollte ich kein Buch schreiben 2008 über eine Person, die verschwindet. Das hatte ich mit Die Therapie und Amokspiel schon getan. Ich wollte diese Idee erstmal parken. Die naheliegendste Idee wäre gewesen, ein Ermittler ist aus einem Schiff und plötzlich verschwindet jemand und der wird auf diesem Riesenschiff gesucht. Das wollte ich nicht. So, also habe ich mir dann irgendwann einmal gefragt, was wäre denn genau das Gegenteil von dem, was interessant wäre? Das Gegenteil von jemand verschwindet ist, jemand taucht wieder auf. Und davon handelt Passagier 23. Jemand, der für tot erklärt wurde, taucht auf diesem riesigen Schiff wieder auf und die Reederei ist auf einmal in Erklärungsnot und kann sagen, ja, wir haben eigentlich gedacht, das ist Suizid, weil wir nicht wollten, dass jemand weiß, dass ein Verbrechen auf unserem Schiff begangen wird. Jetzt ist das Mädchen wieder aufgetaucht und spricht nicht. Wo war es denn? Was wurde ihr angetan? Und als ich diese Idee hatte, die exakt das Gegenteil war von dem, was ich zuerst dachte, wusste ich, da schreibe ich ein Buch drüber. Auris, Band 1. Wo ich die Grundidee geliefert habe, Vincent Klisch hat das Buch geschrieben. Dort ist ein Mensch in einem Gefängnis, ein akustischer Profiler, jemand, der Flöhe husten hören kann, jemand, der an meiner Stimme hören könnte, dass ich eventuell, weiß ich was, schlecht geschlafen habe, dass ich 1,80 groß bin, in Berlin wohne, einen leicht Berliner Akzent habe, dass ich Psychothriller-Autor mit dunklen Gedanken bin, der mich also ein Profil von mir erstellen kann, nur weil er meine Stimme hört. So Leute gibt es auch. Und der sitzt im Gefängnis. Was ist die allererste Idee, die einem kommt? Der sitzt im Gefängnis und sagt Hannibal Lecter-mäßig, okay, ich helfe euch bei einem Fall, ihr müsst mich aber rausholen.
Das exakte Gegenteil ist, jemand kommt ins Gefängnis, sagt, ich kann dich rausholen, ich weiß, du bist unschuldig und du wirst hier gequält, weil du für die Polizei gearbeitet hast, ich kann deine Unschuld beweisen. Und er sagt, nein, ich will im Gefängnis bleiben und hören Sie bitte auf, meine Unschuld zu beweisen. Die exakte Gegenteil-Methode. Und das funktioniert. Das funktioniert nicht nur bei Büchern und Kurzgeschichten oder wenn ihr euch festgefahren habt und ich wisst, oh Gott, okay, jetzt mal überlegen, was wäre gesagt, der Gegenteil, sondern es funktioniert in allen künstlerischen Bereichen. Und das will ich euch mal an einem Beispiel deutlich machen. Das habe ich angekündigt vorhin. Ich habe etwas geschenkt bekommen von einem sehr guten Freund. Er ist Künstler und er hat sich folgende Frage gestellt. Maske. Was machen Masken? Masken verhüllen dein Gesicht. Und sie sorgen dafür, wenn man beispielsweise eine Bank überfallen will, dass man nicht erkannt wird in dieser Bank. Was wäre exakt das Gegenteil von einer Maske, so wie wir sie jetzt aktuell kennen? Maskenpflicht soll überall in Deutschland sein. Genau, dass man erkannt wird durch die Maske, dass die Maske nicht verhüllt. Und das ist, was ich heute geschenkt bekommen habe, live und in Farbe, eine Premiere. Ich habe hier von ihm eine Maske geschenkt bekommen, die exakt mein Gesicht ist. Und mit dieser Maske könnte ich jetzt auf gar keinen Fall eine Bank überfallen. Das wäre ziemlich witzlos. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich mit dieser Maske in einen Supermarkt traue. Die ist von Stolli, Jörn Stollmann. Der hat alle meine Kinderbücher illustriert, also Fupsi und Stinky und auch die Geschichte vom traurigen Weihnachtsbaum, Safe House, das Spiel und ja, so. Und diese Maske hat Stolli mir geschenkt und genau das Gegenteil. Und wie kreativ, das ist nicht von mir, ich könnte das gar nicht, ich war in Kunst immer 5-, ja. Also ich bin letztens dran gescheitert, als es noch Signierschlangen gab, da stand jemand vor mir und sagte, könnten Sie bitte einen Fisch in mein Buch malen? Ich bin zu blöd, einen Fisch reinzumalen, aber Stolli hat diese Maske. Das ist echt gruselig, ne? Das ist gruselig, sagt Christina, wenn die Lippen sich nicht bewegen. Ehrlich gesagt, soll ich so in den Supermarkt gehen? Ich glaube, ich komme überhaupt gar nicht, ich komme da nicht rein. Das ist Horror, oder? Es ist echt Horror. So, das hat ja eine stundenlange Heimarbeit. Das gibt es leider nicht zu kaufen, oder zum Glück gibt es das nicht zu kaufen. Keine Sorge, ich bin nicht unter die Influencer gegangen. Es gibt auch keinen Rabattcode von 20% jetzt auf Fitzi-Masken. Das wollte ich ja nur mal sagen, weil es so gut gepasst hat, dass die Gegenteilmethode eigentlich immer hilft, wenn man mal irgendwie nicht weiterkommt, darüber nachzudenken. Ich möchte auch so eine Maske haben und Horror, so. Nehmen wir noch 2 Fragen. Sollen wir uns jetzt schon einen Titel für unsere Geschichte überlegen und drüber schreiben? Ja, schreibt einen Titel drüber. Ich finde, das Kind muss man immer einen Namen nennen. Dann können die Leute später auch besser dafür abstellen. So, abstimmen. Okay, wunderbar. Nochmal. Zusammenfassend, kommenden Sonntag, 19 Uhr, spreche ich mit Markus Meyer von VN People. Bis dahin sehen wir uns erstmal nicht. Und ich gebe euch Zeit zum Schreiben weiterhin. Und ab Sonntag 19 Uhr machen wir schon mal einen kleinen Testlauf, ob die Seite wirschreibenzuhause.de online ist. Markus Meyer ist der Programmierer dieser Seite und wird Rede und Antwort stehen. Und wir werden uns dann da weiter durchkämpfen. Und ihr werdet tatsächlich mich dann ohne Maske natürlich sehen. Darf ich auch mitmachen, wenn ich in der Schweiz im Ausland wohne? Natürlich, man darf auch mitmachen, wenn man im Ausland wohnt. Englisch wurde gefragt zum Einreichen, das eher nicht. Die Jury, also wir müssten es dann noch übersetzen lassen und das wäre ein bisschen unfair, weil dann wird eigentlich eine Übersetzungsleistung gewertet. Also auf Deutsch wäre schon gut. Wird die Seite erst in der Nacht von Sonntag auf Montag aktiv sein? Wir werden sie wahrscheinlich schon früher freischalten, aber es ist egal, ob ihr sie, ihr habt Zeit bis zum 30. die Geschichte hochzuladen, also habt ihr also noch ein bisschen länger Zeit. Es ist nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Es werden alle Geschichten gelesen und wenn später alle hochgeschaltet werden, rotieren die auch nochmal. Also da könnt ihr euch Zeit lassen. Ihr müsst nicht alle auf den Punkt hochladen. Und wenn die Seite schon ab Sonntag 19 Uhr getestet wird, dann könnt ihr auch schon hochladen, aber ihr müsst euch nicht
beeilen. Keiner wird ausgeschlossen, nur weil er vielleicht 20 Sekunden zu spät irgendwie seine Geschichte eingereicht hat. So, das war jetzt nicht der letzte Live-Chat. Der nächste letzte Live-Chat kommt am Sonntag um 19 Uhr. Also alles Gute und bitte bleibt gesund.